Servus ja, Jungs, wir sind hier im FT, heute Sneak von Break of Shadow, Bosch. Ja. Und ich habe jetzt hier mein Päckchen, habe hier auch den Anmeldezettel, ja, mit den ganzen Karten drauf und den ganzen Nummern. Ja. Und ich werde euch mal ein bisschen das erklären. Beziehungsweise ich zeige euch mal, wie man sozusagen das Deck baut und wie ich jetzt meine Packs öffne und leide. So. Eine Rare. Eine Super Rare, die ist ja jetzt in jedem Pack drinnen. Teile ich das gleich mal auf. Monster, Zauber, genau. So. Bastardrachen. Dann bekommt ihr 5 Packs für 20 Euro. Oh! Habe ich jetzt schon mal eine schöne Karte gezogen, die man jetzt auch im normalen Ding gebrauchen kann. Finde ich sehr gut. Aber würde mir, glaube ich, in der Sneak nichts bringen, außer vielleicht hier verteidigen. Ich glaube, das ist die Zauberkarte von den Kaijus. Die soll auch nicht so schlecht sein. Ja. Jetzt habe ich mal alle aufgemacht. Jetzt würde ich mal gucken, ob ich irgendwas doppelt gezogen habe oder mehrfach sogar. Dann kann ich sie nämlich gleich besser eintragen dann in die Liste. Und dann sozusagen habe ich es dann schneller. Da habe ich nichts. Ich habe nicht meinen Büroboard gezogen. Oh mein Gott. Effi-Board heißt das. Effi. Also Affe. So, irgendwas doppelt. Glaube ich nicht. Im ersten Moment. So. Gut, jetzt trage ich das als. Ich mache es immer so, dass ich jetzt mal alles eintrage, was ich gezogen habe. Ja, also wie gesagt, hier sind ja jetzt zwei Spalten. In die eine, in die linke zum Beispiel, kann man eintragen, was man alles gezogen hat, plus noch die Promokarte. Und in der rechten trage ich dann alles ein, was ich in mein Maindeck reinmache. Name, Kosti-ID ist klar. Und genau, gucken hier 003, ist hier oben. Und 24. So kann man es eigentlich am schnellsten machen, ja, dass man auf die Nummern geht, ja, nicht auf den Namen zu suchen. Genau, und so halt einfach weitermachen, bis man alle Karten eingetragen hat. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich jetzt mal alle Karten so durchlese und mir daraus halt dann ein Deck baue. Also so schaut es dann aus, wenn ich mein Deck fertig habe, habe ich eingehüllt jetzt. Ja. Sind es 21 Karten. In dem Fall kann ich jetzt nur 2 Fallen und 2 Zauberkarten spielen, weil der Rest ich einfach nicht mit den Karten gezogen habe. Der Rest sind halt echt Monster, ja, viele Pendelmonster, viele starke Monster auch. Ja. Also gar nicht mal so schlecht, ein bisschen hier auch zum Ziehen. Gar nicht mal so schlecht, das wäre jetzt mein Main Deck. Das habe ich dann hier auch eingetragen, wie ihr sehen könnt. Ja, auf der anderen Seite. In einer anderen Spalte, ja, wie gesagt, links sind alle Karten, die ich gezogen habe, und rechts werden dann nur die Karten, die ich im Main Deck spiele.
dann habe ich hier noch mein Side-Deck. Ja. Kann ich das sowieso nicht spielen. Also wie gesagt, kann ich spielen. Den Rest leider nicht, weil ich keinen Tuner gezogen habe. Und der Rest der ganzen Karten, die ich gezogen habe, wäre rein theoretisch mein Side-Deck. Ja, muss man hier nicht mit eintragen. Sind dann eh schon die ganzen Dinge. Genau, und so wird es dann ausschauen, wenn ich bereit bin für die Sneak und für die anderen. Genau. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie nicht.